direkt mal die nächste Quest wieder annehmen. Beim Mr. Petr. Petr, warum flüstert ihr? Unsere gemeinsame Freundin benötigt eure Hilfe. Doch wir müssen vorsichtig sein. Hier. Ich habe sehr viele Freundinnen. Ich kann nicht lesen. Ich weiß nicht, wie lange meine zitternde Hand eine Feder halten kann. Schon wieder Octavia. Ich glaube, dass der Dämon, den wir in der Kanalisation vernichtet zu haben glaubten, dem Tod entkommen. Lass mich raten, der dich als Wirt ausgewählt. Als neuen Wirt erwählte. Bitte sucht mich in Quer. Bin ich gut. Ja, stand auch. Ja, ich habe da nicht gelesen. Der mir helfen kann. Mein Leben liegt in euren Händen. Ja, jetzt müssen wir unsere Freundin töten. Ja, die Welt ist schon debris genug. Guck dir mal die ganzen schmutzigen Leute hier an. Ey. Haben die noch nie was von Wasser gehört? Ja, guck mal, die ist sogar schwarz. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Erst Bauchweh, dann Zahnschmerzen und jetzt Dünnschiss. Kümmern wir uns schon drum. Ja, jetzt müssen wir hier in diesen Keller. Er hat bestimmt Sprühstuhl. Hier waren wir doch schon drin, oder? Ja. Und hab Dank für den Versuch, mein Arm Vasek zu retten. Was haben die alle mit ihren blöden Kellern? Meine Fresse. Alle verziehen sich im Keller, wenn sie Bauchschmerzen haben. Oh Gott. Machen wir doch gerne. Aber jetzt sehe ich dein Golem, ja. Sieht bezaubert aus. Schon wieder ein Bett. Warum sind hier Betten im Keller? Leute. Ich kam so schnell ich konnte. Schneller ging's nicht. Ich wusste. Nur. Dass ihr. Haben wir nie. Ich werde keine satanistischen Rituale durchführen. Das hat bis jetzt nie funktioniert. Sehe ich aus wie der Exorzist? Ich sehe aus wie der Typ, der dem Exorzisten Angst einjagt. Ich werde dich nicht exorzieren. Ich werde dich erziehen. Ihr braucht mein Gebetsbuch. Wenn ich das anfasse, wird das sofort in Flammen aufgehen. Der Daniel wird das wahrscheinlich essen. Kann ich mir nicht einfach irgendwas ausdenken? Arcta est fabula, abyssus, abyssus invocat. Er ist Kelchhüter. Ja, natürlich, der hat den Heiligen Gral und Excalibur und was weiß ich nicht sonst noch alles für eine Scheiße. Wir müssen Priester belügen? Bitte. Nein. Also ich habe eine Axt. Gott verdammt, ich glaube an das. Ich glaube an das Blut. Was ist denn das für eine Scheiße? Meinst du mein Blutgolem? Ah ja, an den glaube ich. Ach, ist schon wieder woanders. Daniel, was soll denn der Quatsch? Die wird doch so oder so sterben. Wir werden sie töten, dann halten wir eine Trauerfeier und dann spuck ich auf ihr Grab. Und dann feiern wir und dann haben wir eine Party, ne? Ja, dann tanzen meine Skelette Concord im Hintergrund. Und dann gibt's Essen, nicht wahr? Ja, dann werden wir schon wieder betäubt und kippen um. Es ist doch immer dasselbe, Dani. Warum spielen wir immer irgendwelche Spiele, wo uns Leute irgendwas ins Essen oder ins Trinken mischen? Andere Spiele, gleiches Konzept. Wir müssen nach unten zur Stadt. Wieder spielen. Bin mal nach Margrave gegangen. Das ist ganz schön weit weg, ey. Können wir nicht einfach laufen? Ich hatte meine Axt dabei. Ich wollte es nur mal andeuten. Ich konnte. Bordgebiet unter und der ist Level 36, ja. Ja, das schaffen wir schon, Daniel. Besonders du. Du bist noch nie gestorben und wirst auch niemals sterben, habe ich das Gefühl, ey. Wenn du stirbst, mache ich eine Flasche Wein auf. Ich brauche einen heiligen Kelch. Wer seid ihr, dass ihr so etwas verlangt? Nur ich habe unstillbaren Durst. Daniel zieht seinen Kelch daraus und trinkt daraus. Ich bin auf Geheiß der ehrwürdigen Mutter Oberin Kava selbst hier. Ich kann dir sagen, dass ihr nicht gewillt
an, den ich eigentlich hören, Daniel? Nee, ich höre meinen Charakter. Klingt sehr komisch. Also ich mein nicht Charakter, sondern mich, wenn ich rede. Ja. Nee, den Cutscenes nicht, nee. Nein, ich meine nicht meinen Charakter. Ich rede gerade mit dir, ob du mich gut verstehst. Ja, natürlich. Ja, dann ist ja gut. Reden. Ich rede nicht von meinem Charakter. Natürlich muss er zuerst geweiht werden. Das letzte Mal scheint es Kommunikationsschwierigkeiten gegeben zu haben. In den Höhlen. Dann will ich schon was sagen. Verkriechen sich Banditen, okay. Die sich dann haut er mir schon einen in die Fresse. Ey, du Pisser, ich kann dich nicht hören. Irgendwie habe ich jetzt nicht verstanden, was der Opa da gesagt hat. Ach, wir müssen Banditenblut finden. Damit den Kelch füllen. Warum? Können wir nicht einfach unser Blut da reinpacken? Wieso müssen wir erst irgendwelche anderen Leute massakrieren? Was ist denn daran heilig an der Nummer? Ich meine, es sind Banditen, ja. Ja, du hast ein Pferd, gib bloß nicht an, ey. Meine Frau. Der Daniel hat schon wieder die Hälfte der Leute umgebracht. Guck mal, der Daniel, der galoppiert. Ja, werden wir auch bald irgendwann. Oh. Jetzt fragen wir ein paar Banditen um ihr Blut, ne? So wie gute Nachbarn, ne? Ich bin noch nicht bereit. Oh, was hat hier? Oh. Trinken. Da kann man was trinken. Ja, von einem Nachbarn zum anderen habt ihr vielleicht ein bisschen Blut, das ihr hier spenden könnt. Daneben. Was ist das? Hauptbuch des Händlers. Oh. Also noch eingesammelt? Hast du auch eine Quest bekommen? Ja. Ich bin noch nicht bereit. So. Da haben wir noch einen Keller. Aus dem Weg. Schießen schon mit Blut um sich. Macht's auch voll einfach. So. Ja, lass mal da reingehen. Das ist nur so ein, das ist so ein kleines Ding. Was ist das für ein Helm, den ich da trage? Voll futuristisch aus. Alles klar. Aua. Was sind denn das für Viecher? Ich muss warten. So, was? Jetzt haben wir da durchgestürmt. Wer mein Golem? Mit das fette Ding hier. Au! Ah. Er hat irgendwie Selbstmord, ist der irgendwie explodiert, als er gestorben ist. Ey. Ja. Liegt schon wieder irgendwas Goldenes, ey. Plotte. Abgenutzte Handschuhe. Ich bin noch die sind schlechter. Bereit. Hier ist noch eine Truhe mit Zeugs. Schafe werde ich jetzt darauf aufbauen, weniger Schaden durch Gegner in der Nähe. Ich glaube, es ist besser als was ich habe. Na gut. Dann schnetzen wir noch ein paar Banditen. Ja, bin ich, ne? Ich habe nichts, ich bin hier vorhin auch noch lang gegangen. Tal der Narren. Die haben Tal von uns gemacht. Blutgefüllter Kelch. Oh, da ist wieder so ein Dingen. So ein spezielles. Nehmen wir die Herausforderung.
Ereignis, weil er der Dunkelheit. Da. Alla. Ha, ha. Hör dir auf. Na toll, ich kann trotzdem mehr durchlaufen. Wir haben ja genau einen Weg für den, zu den hinten gemacht, ey. Bonk. Diese komischen großen Selbstexplodierer. Wenn ihr den tötet, bleibt lieber weg von dem. Der explodiert, wenn der stirbt. Das ist das Gefühl. Ja, alles klar. Boah. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Vieh ist. Vielleicht macht er auch was anderes. Aber... ne. Okay, das war anscheinend ein anderes Vieh. Wir sind gechillt gestorben. Machen wir überhaupt das Richtige gehört? Oh, stimmt, wir müssen Leute hören. Ja, das sieht 5 Wellen, okay. Ich... Na. Oh, meine Skillen. Okay, haben es geschafft. Oh Gott, schon wieder so viele Flambeur. Goldene Sachen. Okay, das ist besser. Nee, das ist schlechter. So, das ist auch besser. Das ist sehr viel besser. 96 mehr Verteidigung, ey. Für wen ist denn das? Sogar für mich. Okay, die Handschuhe sind besser. Ah, der ist tot gewesen. Okay. Ein Skeleton ist gestorben nur. Die Ereignisse sind immer ziemlich gut eigentlich. Die sind viel besser als die Keller jedenfalls. Von den Belohnungen her, oder was? Ja, von der Schwierigkeit auch. Ich meine, die Keller, die sind jetzt nie wirklich schwer, weißt du? Ja, die Keller ist ja irgendwie ist ja nur so ein Raum, ne? Nein, Skeleton! Teil der Narren, genau, das habe ich gar nicht gelesen, ja, oder das passt zu uns zwei, hast recht. Jetzt gehen wir Blut ab. Ja, natürlich sind die Gegner wieder gespawnt. Und dann retten wir mal die eine Olle. Damit sie ja nicht stirbt. Was ganz sicher der Fall sein wird. So töten müssen. Niemand lebt. So. In diesem Spiel lebt keiner außer wir. Genau die falschen Leute, die überleben sollten. Wir sind hier, um die Welt zu retten, aber in Wirklichkeit sind wir die Bösewichte. Wir sind Leuten nur noch nicht bewusst. Warte mal. Ja. Ach so. Ausgezeichnet. Es war weise von der Mutter Oberin, euch diese Aufgabe anzuvertrauen. Ja, wir sind die Perfekten für den Job. Ja, müssen wir die jetzt mit dem Kelch erschlagen? Das ist bestimmt irgend so was Dämliches, ey.
Wieso hat der Penner hier das, was wir brauchen? Das muss einem Reisenden. Nachdem sie dieses Buch da gefunden haben, glaube ich. Versucht, in oh, okay. Muss schon sagen. Können wir jetzt irgendwie so einen random Typen irgendwie so das Blut geben? Nach und nach der ja, Bettler trinkt das. Warum ist hier eigentlich jeder Bettler irgendwie so ein Weiser oder irgendwie sowas, der irgendwas weiß, ey? Interessiert mich nicht. Quest abgeschlossen. Er sieht bestimmt das Spiegelbild von Mufasa, wenn er eine Pfütze guckt, der Kerl. Und dann sagt der Vater und dann sagt der Mufasa, ich kenne dich nicht. So, zurück nach Kyobashad. Kyobashad. So ist eigentlich Kyobashad irgendwie so die Standardstadt, zu der man sich teleportieren kann mit Mauspad nach unten. Weil nicht mal halt Dings hier ist. Das die Hauptstadt oder was? Keine Ahnung. Was weißt du denn eigentlich da hier? Nein, Spaß beiseite. Oh, ich kann zweimal dashen, Daniel. Ich bin noch nicht bereit. Konnte ich auch irgendwann mal, aber jetzt nicht mehr. Ja, das ist durch eine Fähigkeit oder so. Oh, ich dachte, ich hatte eine chronische Fußkrankheit. Der Dämon in ihr spricht durch sie. Sie hat furchtbare Schmerzen. Boah. Sie hat mir vom Kelch erzählt. Du hast nur einen eingewachsenen Zehennagel. Während ihr euch vorbereitet, wir müssen uns beeilen. Keine Sorge, wir haben das Buch, das ist voll mit Vitaminen. Dann geht's ihr wieder besser. Ich werde sie jetzt einfach in dem Eintopf ersäufen. Ey, wieso wird das Bild bei mir schwarz? Oh, ich bin in dem Ding da reingegangen. Muss es nicht erst mit dem reden? Ja, hab ich doch. Oder? Bei dir redet der anscheinend schneller, hab ich das Gefühl. Bei mir war der noch am Reden, bei mir ist auch das Bild schwarz geworden. Wo ist er da draußen? Bist du gerade da reingegangen? Ja, ich bin jetzt da reingegangen. Na ja, jetzt wird während hier angezeigt, ja. Boah. Na, jetzt schütten wir einfach den Kelch ins Gesicht, ne? Kennst du halt, wenn du jemanden irgendwie so weinend ins Gesicht schüttest, wenn er so empört ist? Genauso machen wir das. Vater, nur mit dem Blut. Reinigt mein böses Blut, während ich es vergieße. Lass das Licht die Dunkelheit in unserem Inneren erfüllen. Die Dunkelheit ist das Licht in meiner Seele. Oh mein Gott! Shit, sie hat die Skorpione beschworen. Wer auch immer sie ist ein fetter Oberpro-Gamer. Lass das Licht die Dunkelheit verdrängen. Jetzt spreche ich zu Gott, ja? Ich kann das hören, dann, wie dein Charakter redet. Ja. Er hat eine Sprechblase über seinem Kopf. Ja, nochmal kannst du das ja mal machen. Hier so ein Kelch am Boden, mit dem ich interagieren musste. Hört sofort auf. Die Mutter Oberin wird von dieser Ketzerei erfahren. Ihr werdet alle brennen. Wer redet denn da? Na, hier unten, der. Hat er den jetzt? Hat er den jetzt angegriffen? Ich glaube, okay, ja. Mach mal. Lösche den Frevel aus. Hast du das gehört? Naja. Schwester! Nein! Da ist er. Nein! Wie kann sie noch kämpfen? Ja, sie ist eine Kämpferin. Oh. Der hat schon wieder so wenig Kraft. Der ist echt scheiße, der Kerl. Ja, und er ist tot. Und der hat einen Schläger fallen lassen, einen goldenen. Ich glaube, das ist was für dich da. Bei mir hat er gar nichts fallen gelassen. Oh, das ist nicht mal was. Ist das was für dich? Wo steht denn das, für wen das ist? Wollte nicht, habe ich mit dem Zauberstab auch irgendwie gerade nachgeguckt. Ich lasse das mal fallen. Oh, das wäre nett. Ich kann das auf jeden Fall nicht benutzen. Stille Malung. What? Ja, sehr viel besser als meine +106 Schaden, ne?
Dankeschön. Ist jetzt mein Standardwaffe hier? Wenn man noch am Reden wieder alle vier Waffen benutzen kannst. Was bin ich damit? Bist du immer noch am Rätseln, ob du alle vier Waffen benutzen kannst? Dann kommt je nach dann je nachdem, was für Sachen ich einsetze. Ich kann halt irgendwie einstellen, mit welchen Waffen ich welche Fähigkeiten einsetze. Wenn ich mich zum Beispiel drehe oder irgendwie sowas. Und ich habe das irgendwie auf automatisch eingestellt. Doch diese Personen haben sich der Blasphemie der übelsten Sorte schuldig gemacht. Lügen, Diebstahl von heiligen Instrumentarien, Gewalt gegenüber einem Priester der Kathedrale. Vor Ende des Tages werden sie auf dem Scheiterhaufen brennen. Wie konntet ihr so leichtsinnig sein? Skelett ein bisschen mit dir spielen. Ach, und was werdet ihr Prava erzählen? Dass ihr es einem Außenstehenden erlaubt habt, ihren Heiligen und meine Hand halten. So einfach zu täuschen. Dass ihr eure Herde in ja, Religion ist cool. Des Lichts zurückgelassen habt. Sollte ich auf diesem schrecklichen Scheiterhaufen enden, werdet ihr neben mir stehen. Ja, geh mal schön wieder zurück zu Mami. Nein. Ich. Ne. Ich war wohl schon zu lange fort von Margrave. Ich sollte. Ja, die war nur krank. Die hat den Schnupfen. Aber bitte, Schwester Octavia, gebt besser auf euch Acht. Die Kathedrale ist stärker, wenn ihr. Nee, das ist nicht wirklich angemessen. Nicht krank im Bett liegt. Dann werde ich die Platte von dem kahlköpfigen Mönch da reiben. Schwester, ihr habt meinen Jungen gerettet. Die Wahl fiel mir leicht. Wenn wir nicht alles getan hätten, um euch zu retten. Ja, alles gleicht sich schon wieder aus. Gerade haben wir einen Sohn getötet, jetzt haben wir einen Jungen gerettet. Alles ist ausgeglichen, so wie es sein muss. Was denn für einen Jungen? Wir haben die Frau hier gerettet. Ja, und er hat gerade gesagt, irgendwie so war, oh, ihr habt meinen Jungen gerettet. Keine Ahnung. Okay. Ah, wo ist denn die jetzt? Boah. Ja. Ich bin froh, dass ihr wohl auf seid. Ja. Ich fühle bereits die Wärme zurückkehren. Danke, mein Freund. Das war ein glückliches Happy Ending. Ja. Und kurz darauf starf die an Syphilis. Alles, was es kostete, war nur ein teuflisches, dämonisches Ritual mit Blut. Ja. Ihr habt mich gerettet und damit auch unzählige andere, denen ich noch helfen kann. Was ist mit Priester Matvey? Wir sind wie Ghostbusters, nur für Dämonen. Nein. Er wird alles für sich behalten, was er gesehen hat. Ja, aber die müssten ja eigentlich hinter mir her sein. Klerus beibringen, etwas mehr Vertrauen in die Mitglieder ihrer Gemeinde zu haben. Ich möchte, dass ihr dies nehmt. Ich habe genug Freunde. Ich habe schon so einen komischen Barbaren, der sich nicht wäscht. Abermals danke. Ihr werdet immer eine Freundin in der Kathedrale. Ich wasche mich mit dem Blut meiner Gegner. Ihr habt mir ein goldes Buch gegeben. Toll. Ach, da riecht hier. Ich dachte, das ist der Blutgolem. Hey, mir hat die auch ein Buch gegeben, was soll ich denn damit? Ich bin empört. Ich werfe der halt einfach gegen den Kopf. Das kannst du ausrüsten. Boah. Kommt wieder, wenn das packe ich in meiner Bibliothek. Etwas für die Wirf der irgendwo in die Ecke von seinem Schrank. Gutes Geschäft bei Vaters Segen. Lager ich da mal kurz ein. Ja, Souvenir. Jemand Zauberer kann auch irgendwie Bücher benutzen oder so. Ja. Oder der Druide benutzt wahrscheinlich Totems oder so. Also sind auch Waffen. Weiß ich nicht, das ist auch so was wie ein Buch, nehme ich mal an. Ah, Daniel, wo bist du? Hm. Da. Nee, in der Mitte. Uns ein paar Sachen verkauft und so.
So, diese eine Quest, die geht immer irgendwie 2 Level höher als was wir sind. Tja. Was haben wir denn noch hier? Wo ist die Quest? Das ist eine Besitzthema. Ist alles. Weiß nicht. Gehen wir zum roten Keller. Das ist eine Besitzthema. Da müssen wir zu Minestadt. Und die Hauptquest ist auch hier in der Nähe, den können wir auch noch ein bisschen vorantreiben, nehme ich mal an. Wollen wir nicht deine persönliche Quest mal machen? Ja, die ist noch weiter entfernt. Die ist noch weiter entfernt. Die ist irgendwie, weiß ich nicht, hier. Das ist auch irgendwie eine Kampagnenquest irgendwie in der Nähe, aber ist nur irgendwie 2-3 Gebiete entfernt, ey. Ich will den machen, wenn wir so irgendwie so in der Nähe sind davon. Gehen wir mal hier rein zum roten Keller. Ist bestimmt rot, weil er gefüllt ist mit Marmelade, ne? Ja. Oder mit Erdbeeren oder irgendwie so. Oder Kool-Aid. Alle nur nicht ihr. Was soll das überhaupt sein, Kool-Aid? Was zu trinken, ne? Ja, ja. Hallo, na. Die hier flehte um Gnade. Jetzt glaubt sie sich an Menschenfleisch. Oh Gott, schon wieder so ein Dämon. Ja, der ist schwach. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ah. Ist das getan? Wo kommt der denn jetzt her? Die Bedrohung ist vorüber. Magdalena, beim Licht, wie konnte es dazu kommen? Ja, jetzt schon wieder eine treue Freundin, die zum Dämon wurde. Also die stand da und dann stand da so ein Typ und dann standen wir da und dann stand keiner mehr. Er sah mich an, ich sah ihn an, wir sahen uns an. Ich liebe diesen Satz aus Asterix und Obelix. Ist Asterix und Obelix? Ja, aus dem Film, dem ersten mit, den hast du doch schon mal gesehen, bestimmt, oder? Ja, der erste Film war das? Ja, nicht Zeichentrickfilm, sondern, ach so. Der Real-Life-Film. Ach so, nee, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber du kennst das mit dem, Ohrendrehen da, chicke, chicke, chick, ai, ai, ai. Ja, ja, ja. Den ja, kenne ich aus dem Film. Das ist aus dem Film. Ja, ja, den Film habe ich auch gesehen, den Film kenne ich. Aber die Szene kann ich mich nicht erinnern. Ich hab den sogar einmal in der Schule gesehen. Als wir über Römer und so gemacht haben. Ich hab den so oft als Kind gesehen, dann gibt er gar nicht. Ich hab mir die Zeichentrickfilme geguckt. Ja, die habe ich auch gesehen. Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Also, da tut Obelix die Geschichte, wie er Cäsar gesehen hat, erzählen. Er sah mich an, ich sah ihn an, wir sahen uns an. Also. Er tut ja das Nachspielen, da sitzt er auf so lauter Fässern. Mhm. Kurz darauf geht Asterix durch, weil er hypnotisiert wurde. Mhm. Seht euch das an, ein Kerl hier. Ich fand den einen Film am besten, ja, von den Zeichentrickfilmen, ja, mit den Prüfungen, ja. Ja, ja. Den Namen vergessen, ja, gegen Cäsar. Ja, ich weiß auch nicht den ganzen Namen, du. Oh nein, ein Ziege, sie war ein unschuldiges Opfer. Ein Stirbziege. Nimm das. Ziegen? Warte mal. Der Teufel hat doch Ziegenhörner. Nimm das. Ja, und Ziegenbeine. Einfach unsere. Also unsere grundlose Brutalität rechtfertigen. Ja. Ja, gern. Aus tiefgründigen
Gründen. Oh, hier ist wieder ein Ereignis, Daniel. Mach dich bereit. Oh. Oh, la, 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 la. Was ist denn hier los? Geschändeter Boden. Was hat der gleich kaputt machen? So, und jetzt du. So, meine Skelette greifen da an. Na, überlebt den Angriff. Ach, die müssen wir erledigen. Bonk. Ich will die ganzen Leichen hier durch die Gegend schießen mit meiner Peitsche. Ich bin eingefroren. Ach nö, ach nö. Dieser eine Typ hier, der Götz aus Final Fantasy 16, der erinnert mich immer an den. Der redet immer so. Oh Gott! Oh, du bist auch tot? Also auch, ich bin noch nicht tot, aber fast. Oh, warte. Na, ich bin eingefroren. Ich dachte, ich wäre nicht an mir beim Leben gerade. Ich werde auch. Ja, ich werde auch beinahe drauf gegangen gerade. Er passt mal einmal nicht auf, ey. Ich weiß nicht mal. Alter, ich bin schon wieder eingefroren. Ich weiß nicht mal, was mich umgebracht hat. Ich dachte, alles wäre okay, ey. Ich muss warten. Ah. Nee, ich auch nicht. Ich muss warten. Ja, ich war auch kurz davor drauf zu gehen, gerade. War relativ knapp. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Wie ist denn eigentlich aus Borderlands 3 geworden, Daniel? Ihr habt es geschafft. Beeilen wir uns. Wie war es damit geworden? Wir haben das nie weitergespielt. Ja, bei dir lief das ja nicht so richtig. Ja, es war übelst am Längen. Außerdem hatte ich irgendwie nicht geführt, der halt so Spaß gemacht hat. Ja, wenn das mal weniger am Längen gewesen wäre, ey, ich konnte alles, in 2 Sekunden war das am Ruckeln bei mir, wie bekloppt, ey. Naja. Ich konnte keine fließende Bewegung machen, ey. Hast du das weitergespielt? Nö. Oh. Okay. Wollte ich mal irgendwann, aber... kam ich irgendwie nicht dazu, also, keine Ahnung. Ja. Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn für ein Vieh? Holzfäller. Ja, das ist aber schwach. Boah. Oh, der hat meine Skelette verscheucht. Oh, au! Oh Gott! Oh. Das soll schmerzhaft aussehen, eine Schnittersense. Oh, viel mehr Verteidigung. Okay. Zerstört die Holzfäller-Axt. Ja, tauchst du nur eine Axt hier in Weihwasser und dann passiert sowas. Wir haben es geschafft. Die
Die Axt ist zerstört. Ich gebe mir die Axt. Nicht, aus den Seelen ihrer Opfer wurde. Wir können damit beten, dass sie das Licht gefunden haben. Ich war noch auf der Suche nach einem guten Rückenkratzer. Ja, yeah, ich bin aufgestiegen. Ah, fuck, yeah. Trüber Kristall. Das sind auch nur noch zwei Quests. Genau, also vielleicht auch mal hier hochleveln. Ich habe noch einen Punkt hier. Werde ich. Habe noch meine Passive hochgelevelt. Mehr Schaden bei Gegnern in der Nähe. Ja, nehme ich. Das habe ich auch. Ich habe so was Ähnliches. Gegner, die näher an mir dran sind, machen weniger Schaden. Und Gegner, die weiter weg sind, ja. Ja, das ist bei mir genau umgedreht. Besser gesagt, nee, ja, falsch erklärt. Hier, Gegner, die nah an mir dran sind, erhalten mehr Schaden und ich erhalte weniger Schaden. Heißt die groben Kämpfer? Umarmung des Todes. Okay, fast. Ich habe noch was anderes, Todesweite. Ich füge Gegnern, die weiter weg sind, mehr Schaden zu. Das passt, weil ich wieso nur auf Distanz kämpfe. Naja. Was nehmen wir denn mal? Soll ich meine Ultimative mal aufbessern? Das hier verstehe ich zum Beispiel nicht. Erhöht die Schadensreduktion um 6%. Ja, das bringt nicht viel. Jeder Diener reduziert hat um 2%. Also je mehr Skelette ich habe, desto weniger ist die Schadensreduktion. Ja, wenn du ohne Skelette kämpfen willst. Ja. Die Fähigkeit heißt ja auch alleinstehend, also. Das würde keinen Sinn machen. Ich habe 7 Skelette und ich krieg 6%. Das heißt, ich habe 0% Schadensreduktion. Wenn das um 2% wird das pro Diener reduziert. Ja, ja. Dann habe ich 0 Schadensreduktion, wenn ich die Passive nehme. Leck mich. Was wollte ich jetzt genau? Warum ist hier... Ich habe gerade rangezoomt. So Leute gibt die so spielen. Okay. Bestimmt gibt es die, ja. Das soll bestimmt interessanter machen, ey. Kannst du irgendwie nur alles, dem halt irgendwie Meter vor dir ist. Ja, macht das Spiel noch schwerer, Daniel. Ja, gute Idee. Am besten spielst du nur noch mit einem Arm auf den Rücken. Und zwar mit deinem rechten auf dem Rücken. Was schießt denn da, ey? So. Gehen wir mal das Richtung Kampagne. Ich weiß jetzt nicht, ob du Links- oder Rechtshänder bist, Daniel, aber den Rechten auf dem Rücken. Ja, ich bin Rechtshänder. Gut. Die einzig wahre, richtige Hand. Das scheint irgendwie die meistverbreitete dominante Hand zu sein, habe ich das Gefühl, ey. Ja, kann sein. Oder vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich treffe mehr Rechtshänder als Linkshänder, ey. Das scheint mir irgendwie so eine Seltenheit zu sein, Linkshänder zu sein. Aber die linke Hand, die Hand des Teufels ist. Aber ich habe irgendwie gehört, im Mittelalter, wenn irgendwie so ein Ritter oder ein Schwertkämpfer warst oder so, dann selbst wenn du Linkshänder bist, haben die meisten immer mit der rechten Hand gekämpft, aus irgendeinem Grund. Ja. Also auch wenn die Linkshänder waren. Also irgendwie, weil nicht. War auch scheiße da. Versuchen da zu romantisieren und sagen, der Ritter waren voll. Ehrenhaften Eden-Kodex, das waren nein. Auch nicht besser als. Das waren auch nur fancy Banditen, die eine schöne Klamotte anhatten. Ja, da waren Massenmörder. Ja, im Prinzip schon. Das wird in Filmen immer so, das sind voll die ehrenhaften Typen, wie die Ritter von der Tafelrunde. So was gibt es überhaupt nicht, ey. Ja, ja. Das sind nur schwer bewaffnete Pisser. Oh, das ist Level 30, ey. What? Er ist immer noch nicht so schlimm wie Level 36 oder was du da mir da vorgeflüstert hast.
Das wird so eine, also was haben wir doch schon mal gemacht, irgendwie so eine Festung irgendwie. Das war reingegangen. Vor, wenn du das Wort, oh doch, vielleicht einmal, ja. Das könnte herausfordernd sein, weil ich liebe Herausforderungen. Ich meine, ich bin der Schlechteste von uns beiden, weil ich schon hier dreimal gestorben bin, ey. Ja, wir sind ja schon mal in so eine Festung reingegangen, da haben wir da alles erledigt oder irgendwie sowas. Stirb du erstmal, Daniel, dann kannst du meinen Schmerz verstehen. 30 plus. Oh Gott. Boah, oh Gott, das ist unmöglich. Das heißt, das Loot müsste ja besser sein, ne? Ja, das einzige, was den Daniel interessiert. Oh Gott, der muss. Nein, ich komme da nicht durch. Das ist ein Höllenrufer, cool. Was ist das denn einer? Aua. Ich vergesse auch immer wieder auf meine Lebensenergie zu achten, weil ich bin schon wieder eingesperrt. Okay, ich bin mein Ultimate. Aus wie Voldemort. Ich denke, wir gehen irgendeinen Höllenrufer gut. Hast du da noch einen anderen Boss oder so? Ja, ich kämpfe ja gegen diese komischen Typen hier. Also, ich kämpfe hier gegen so einen Ghoul, ey. Das hab ich gar nicht gewusst, ey. Er kämpft ja die ganze Zeit gegen den Boss hier. Ich kümmere mich um diese Typen. Ja, vielleicht war das auch Boss, ey. Ich weiß nicht. Der hat ja auch ganz schön was ausgehalten. Und der hat einen komischen, einen fancy Namen gehabt. Ich weiß nicht. Naja. Okay. Die Typen gerade vom Himmel geregnet. Ich glaube schon, ja. Ich vergesse auch immer wieder auf meine Lebensenergie. Ich konzentriere mich nur darauf, auf die Gegner reinzuballern. Ich kontrolliere gar nicht meine Lebensenergie, ey. Was hat denn hier? Nein, sehe schon Gegner. Ja, also meine, die rasten aus, die halten, die müssen dann angreifen. Kannst du die von hier aus abschießen, die da drin sind? Nein, die versuchen da reinzukommen. Meine Skelette rasten aus, Daniel. Und so ballern das die ganze Zeit. Hier, komm mal rein. Ah. Oh, was ist denn? Ein Wiedergänger. Okay, das sind größere Gegner. Das sind zwar keine Bosse, aber die halten. Die sind ja auch Level 30. Oh, Truhe. Nom. Mag, wenn wir herausfordernde Sachen machen hier. Oh, jetzt kommen wir da rein. Au. Oh Gott, Daniel, komm hier zurück! Da ist irgendwer dahinter uns gespawnt, Boss. Ich war reingegangen, du bist ja gespawnt, ey. Ja, ich war gerade ein bisschen eingefroren, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Au Gott! Daniel! Oh. Ja, er hier? Ja, er hier. Ja, der ist auf einmal gespawnt, als du da reingegangen bist, ey. Alter. Also, was sind das für Blitze, die hier vom Himmel kommen? Nee, hier kommen die ganze Zeit Blitze rund vom Himmel. Ja, ja. Klatsch. Der Boss ist da schon tot, wer macht denn das, ey? Na. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Mhm. Vampirischer Inkubator, ey, das gefällt mir gar nicht an. In dem Inkubator wird normalerweise was ausgebrütet. Okay. Oh, hier ist wieder so ein nicht abgeschickt, okay, Schreiber. Bin ich gut, Entscheidung, dass ich wieder die defensiven Skelette benutzt habe. Die sind besser. Auch wenn mir da jeder andere Spieler widersprechen würde. Die haben alle immer, je mehr Schaden etwas macht, desto besser diese Einstellung. Ey. Oh Gott. Das war reinklatschen. Okay, da durch meine Ultimate reinballern. Ja. Ja, schon gewundert, warum die auf einmal alle weg waren. Ach ja, du jagst deine Leichen in der Luft, ne? Ich tue dann so Geister rufen, die explodieren. Ja. Aber pass auf dein Leben. Ja, ich sehe es. Ich hab da einen Kampf. Guck, die Frostskelette sind praktisch. Der hat sich nicht bewegt, weil der eingefroren war.
finde ich praktisch. Nee, das scheint mir eine Vampirfestung zu sein. Da sind eine Menge Fledermäuse. Guck mal, was da unten alles rumläuft. Siehst du das? Ja, ja. Kannst du dich von hier aus abschießen? Jetzt abgehauen, ne? Ich glaube, die kommen ja nicht hoch. Kann ich von hier aus abschießen? Ah, ich erreiche die nicht. Ich kann mich von hier aus angreifen. Ja, sehr gut. Ich glaube, der Schaden ist. Ah, ich kann mich auch angreifen. Lass mal runtergehen, oder? Ich kann mal runter, ja. Kannst auch mitkommen, wenn du willst. Oder von oben abschießen, keine Ahnung. Oh, Vorsicht. Dann nehmen wir es. Wir sind gerade ein paar zu viele Horden bei mir. Alter, gibt's was weg? Oh Gott! Aua! Oh Gott! Ich bin nicht bereit. Alter, hier sind drei Schwertkämpfer hinter mir her, ey! Oh fuck! Fuck, die haben mich betäubt! Sind wir hier weg? Oh Gott, wie viele kommen hier noch? Oh Gott, ich glaube, ich bin tot. Nein, noch nicht. Noch nicht. Schwierigste Situation überhaupt. Ja, ich bin auch schon beinahe zweimal gestorben hier. Ah, der trinkt mein Blut. Aber die heizt mich die ganze Zeit, ey. Kein Wunder, dass die nicht drauf gehen. Alter. Viel aushalten, ne? Ja, die heilen sich dann, die trinken Blut, ey. Und der trinkt schon wieder mein Blut. Alter, geh endlich drauf, fickt euch. Ich muss warten. Oh, ja, weg, komm, ne? Fucking hell, ey. Das war schwer. Ja. Ich hatte drei von diesen riesigen Schwerkämpfern an der Backe. Ja. Und die sind einfach nicht draußen gegangen, weil die sich ständig geheilt haben, indem die mein Blut geschlürft haben. Ich habe so viele Tränke verballert, ich habe nur noch zwei. Fucking ja, hell. Ja, ich hatte auch noch drei. Ich habe gerade wieder einen gefunden. Ja, das freut mich für dich, ey. Fucking hell, ey. Töte alle blutroten Ritter, habe ich da gerade hier. Es steht da so eine Leiste an der Seite. Ja. Das war heftig, ey. Ja, aber ja. So eine Situation. Ich hätte nur einen Fehler machen müssen, dann wäre ich tot gewesen, ey. Und du wärst ja auch einer drauf gegangen. Ja, ja. Puh, ich war okay, mit. Ich spürst auch dein Adrenalin, ey. Ich habe nur gesehen, wie ich betäubt war und meine Lebensanzeige ganz langsam runtergegangen ist. Ja, dann trinken die Blut, wenn die dich betäubt, ey. Oh Gott, wir sind schon wieder in einer Sackgasse, ey. Ja. Aber er schon wieder. Mal so, der ist eingefroren. Mal. Ja, schon wieder eingefroren. Was? Da sind noch mehr. Vögel sind gerade alle in mich reingerannt, während ich mich gedreht habe. Ja, okay, das Einfrieren, das ist echt praktisch, ey, das bringt es. Oh, Trank. Ich habe auch mal wieder einen gefunden. Oh, da sind zwei weitere. Oh, gut. Das könnte schwierig werden, Daniel. Ich glaube, das ist bis jetzt das Schwierigste bis jetzt. Ja, ja. Ah. Oh Gott, meine Skelette. Hast du da schon wieder angelockt? Der kam einfach aus dem Himmel geflogen, ey. Oh, der hat einen Namen. Ah, oh, ja, okay, der. Ich bin die ganze Zeit nur am Spam immer, ey. So. Aber ich habe hier irgendwie noch kein gutes Loot oder so gekriegt, ganz ehrlich. Hm. Ja, irgendwie geht das nicht hoch, ne?
Ich habe hier kein goldenes gar nichts gefunden hier bis jetzt. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Der leuchtet irgendwie grün da. Gott. Ich setze meine Ultimate ein. Ich auch. Ja. Ich sehe überhaupt nicht, was los ist. Flinker Jäger. Oh Gott. Halt auf dein Leben, Daniel. Ach, jetzt sind wieder so Blitze hier. So stationäre Dinger. Ich mache euch mal platt. Ultimate. Gott. Ich hab Spaß. Ja, ich auch. Jetzt habe ich mal was Goldenes gekriegt. Ah. Kann man Dinge kaputt machen? Nee. Hört ihr mit dem Diener-Typ 150 Gegner? Kann man das kaputt machen? Nee, ne? Nee, weiß nicht. Ja, meine Skelette greifen da dann, aber. Hm. Da stellt sich raus, dass wir das irgendwie kaputt machen müssen. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück und durchkämpfen. Naja. Aber kommt der denn schon wieder her? Kommt der einmal wieder neu raus? Ja, nehme ich mal an, ne? Wir müssen sowieso ja irgendwie nichts machen. Das, ja, das ist ein blutroter Ritter. Wir haben die Aufgabe, wir müssen alle blutrote Ritter töten. Das ist sehr viel besser. Weil ich den Gegner. Ich glaube, wir müssen mal zurück in den Kreis hier. Ich glaube, wir kommen die ganze Zeit unendlich Gegner. Okay. Wir gehen zurück in den Kreis. Ich nehme noch mal den Ritter hier mit. Da steht, wir müssen blutrote Ritter töten. Ja. Aber irgendwie kommen wir da nicht voran, habe ich so ein Gefühl. Ja, das hat der Gott mal kaputt machen. Hier war irgendwie so ein Ding, das ich kaputt machen konnte. Leiten. Oh, jetzt ist der Kreis auch weg. Also müssen wir die Dinger ja kaputt machen, oder was? Auf der Karte, ah, okay. Oh, ein Scheibendolch. Das ist Gold. Jetzt kommt das ganze Loot hier. Boah, das... Ja, ich sehe es. Ich hab... Okay, okay, ruck du. Ich bin noch nicht bereit. Ein Blutgolem kann Blut aus anderen herausziehen, um sich zu heilen, ey. Ja, schon wieder so ein Ding. Nein, ich wollte nicht auf das Ding. Ah.
erstmal hier hochgehen. Aber die Gegner kommen da immer unendlich. Ich muss warten. Hier ist so ein Ghoul, Daniel. Oh, hier ist ein Ding. Der war da drin in dem Gebäude am Rumspacken. Na ja, jetzt kann man das Ding kaputt machen. Okay. Weil ich habe den Höllenrufer Ghoul getötet. Ja, ich habe irgendwie so ein Mini-Herz hier irgendwie gefunden, das ich kaputt gemacht habe. Ah, cool, gut gemacht. Jetzt können wir das Ding hier angreifen, glaube ich. Sehr gut, Daniel. Jetzt ist, glaube ich, gerade ein Boss gespawnt. Ja, der hat einen Ja. Gleich nicht mehr. Das Licht hat diese Ritter nicht vor den Vampiren beschützt. Ja. Ja gut, Daniel. Ich so, dachte, weil ich den Ghoul da das war so ein, irgendwie so ein besonderer Ghoul gekillt, aber okay, und dann hast du das geschafft, sehr gut. Ja, da sind irgendwie so komische, so Knäule oder was weiß ich, was das sein soll. Verdorben, vampirische Verdorbenheit oder so, was meinst du? Ja, da müssen wir irgendwie die kleinen Versionen, glaube ich, kaputt machen, dann können wir halt groß angreifen. Okay. Nur, ich habe ja irgendwie nichts mehr angezeigt auf der Karte. Irgendwie so ein Kreis oder so. Aber wir müssen ja da so ein Ding finden dann anscheinend, aber kaputt machen können. Deshalb bist du das Gehirn von uns beiden. Das ist ein Heilding, genau. Die Kathedrale. Dort muss die Quelle sein. Möget ihr auf ewig vom Licht gemieden werden. Vampirisches Scheusal. Na, so ein Ding, nur ein klein. Habe ich kaputt gemacht. Möge die Dunkelheit in eurem Herzen sich wie Blut aus einer Offenheit. Weiß ich nicht, wo das ist. In den einen Raum wieder zurück. Ihr von jenen umgeben seid, die ich. Guck mal. Möge euer gerechter Hunger euch bis. Kann man kaputt machen? Ja. Ah, oh, nice. Fuck. Nächster Boss. Eingefroren. Ja. Nice. Das ist praktisch, ne? Ja, ja. Das hält zwar nicht lange, aber. Ich hab wieder eingefroren. Gut. Jetzt kann man das hier. Nee, kann man immer noch nicht. Dann müssen wir uns hier noch umschauen. Ja, da hier lang, Daniel. Da ist wieder noch so ein Teil auf der Karte. Ich glaube, hier, nee, nicht hier oben, hier lang. Ne? Also. Das ist wieder so ein Inkubator. Ja, kann man sogar kaputt machen. Hey, was geht? Und da ist ein blutloser Ritter. Aber gleich nicht mehr. Ich bin noch nicht bereit. Oh, jetzt läuft doch. Ja. So, zerstört das vampirische Scheiß, also okay. Wissen, was da rauskommt für eine Scheiße. Ah, wird schon klappen. Jetzt hier geilste Dungeon oder was immer, wie man das hier nennen kann überhaupt. Ey. Du weißt sofort, dass es schwer ist, wenn selbst der Daniel beinahe drauf geht. Ah, wird schon. Oh Gott, was kommt da jetzt raus, ey? Nichts? Okay, dann hier unten. Da kann das Schlimmste schon sein. Oh Gott. Oh, nur ein vergessener Bischof.
Okay, der hat viel aus. Ja, okay, oder nicht. Ich dachte, ich mache den gar keinen Schaden. Den Namen, Daniel. Okay, das ist ein L. Ich habe das L nicht gesehen. Oh Gott. Ich muss warten. Aber bleibt das jetzt die ganze Zeit hier? Nee, gut. Hat der Boss da rausspawnen? Ja, ja, den habe ich, einen habe ich gerade getötet. Oh. Oh Gott, das Ding macht mir Schaden. Ich kann da nicht raus. Da habe ich da angekettet. Ja, da ist ein Höllenbinder, habe ich kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Der Nähe macht ganz schön Schaden. Ja, das spüre ich auch. Geh weg. Aua, aua. Was ist das? Oh, der ist tot. Gut. Da ist betäubt. Oder irgendwas. Auf ihn. Nein, Finger weg von dem Ding. Wo ist er denn? Der hat seine eigene Aura mit sich gemacht. Oh, da tut Distanz dann gefahrt werden, dieser Schilde. Oh. Nein, ich schon wieder Runding. Okay, sind ein bisschen zu viele Bosse gerade. Noch nicht. Oh, oh Gott. Aua, aua, aua. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich werde die ganze Zeit angekettet. Ich auch. Ich bin so gut wie tot. Ich bin noch nicht bereit. Ich komme hier nicht. Irgendwie kann ich das Ding nicht kaputt machen. Ich habe mich hier angekettet. Nein. Okay, da kann ich kaputt machen. Oh Gott, ich habe nur noch einen Trank. Ich hab gar keine mehr. Ah, nicht gut. Boah, ich bin schon wieder angekettet. Ich muss warten. Ich geh nur noch auf ihn los jetzt. Ja, das versuche ich auch die ganze Zeit eben. Oh, Schaden. Warte, ich krieg. Ich bin gleich tot, Daniel. Ich hab keine Getränke mehr. Boah, ich kann nicht schießen während diesem wegen scheiß Schild von dem Typen da. Ich bin noch nicht bereit. Aber ich bin sowas von tot, Daniel. Ja, ich bin tot. Nein, nein. Oh, wir haben hier noch was. Daniel. Mein Gott, liegt da viel goldes Zeug. Ich hätte auch keinen Trank mehr jetzt gerade. Ich habe gar nichts mehr gehabt und dann wurde ich da angekettet, ey. Erstmal die ganzen Tränke hier einsammeln. Und dafür habe ich eine abgenutzte Hose bekommen. Ich habe zwei Schwerter bekommen, was soll ich damit? Für dich ist das gut, Daniel, ey. Okay, die Hose ist besser. Ich habe zwei goldene Schwerter, Daniel, hier. Die Axt ist besser. Ich hab goldene Schwerter gekriegt, Daniel. Was soll ich damit? Mir geben. Ja. Yeah. Aktiviert den Schrein des Wanderers, um Kordragan zu erobern. Ja, das ist sehr viel besser. Und das ist das andere. Oh, ich habe jetzt den Knüppel. Siehst du den? Ja.
So, irgendwas müssen wir ja nur aktivieren. Warum bin ich eigentlich immer der Stärke hier am Sterben ist? Fucking hell. Der eine Typ, der ging mir übelst auf den Nerven mit seinem riesigen Schild da, der hat Projektile blockiert, da konnte ich gar nicht mehr angreifen. Schrein des Wanderers. Das ist jetzt unsere Festung. Yay. Nice. Befreit, erobert einen Stützpunkt. Scheint mir noch nicht gemacht zu haben, oder? Ne. Ich habe die eine Quest, müssen wir auch irgendwie sowas machen, die ein bisschen schwieriger ist. Ja, Halleluja, ey, das war bis jetzt der Oh Gott! Was macht er in unsere Festung? Oh, ein Zauberstab. Hier. Brutsch. Was war erwartet? Ja. Ist sogar besser als den Dolch, den ich gerade aufgehoben habe. Na gut. Kommt eigentlich. Der schlechteste Spieler überhaupt. Kommt eigentlich, dass hier direkt Leute reingekommen, nachdem wir halt erobert haben. Hast du gerade jemanden gesehen? Ja, die Gegner da. Ja, was okay, da, guck mal, schon mal hier. Das ist doch unsere Festung, ja. Was ist euch? Gibt's einfach nicht. Müssen wir jetzt hier wohnen und da beschützen, aber... Sag lieber nicht, ey. Boah. Naja, um fair zu bleiben, du... Bis zum Ende hast du ja die ganze Zeit überlebt, eigentlich. Ja, ich habe versucht, die ganze Zeit den Boss da zu töten. Ey. Dann kam der komische mit dem Schild, da konnte ich keine Projektile mehr abfeuern und ich habe nur Projektilangriffe. Und dann wurde ich festgekettet auch noch. Ey. Ja. Ah, wir haben es so geschafft. Jetzt Moment. Also du hast es geschafft.